Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo mit seinem Let's Play Civ 6 Sparta bzw. Griechenland. Wir haben das letzte Mal nicht allzu viel gemacht. Wir haben unsere ersten Bezirke gebaut. Und sind jetzt dabei, ein paar Schippernackeln zu bauen, um uns die Umgebung anzuschauen. Wer weiß, vielleicht finden wir ja was Interessantes. Nachbarstaaten, Nachbarkontinente zum Beispiel. Ja. Gut, haben wir mal eine Galeere fertig. Den Feuertempel kann man noch nicht bauen. Stadtmauern könnten wir mal machen. Kornspeicher wäre hier sicher wichtig, weil wir haben hier zu wenig Wohnraum. In Athen. Schauen wir mal. Ein paar Siedler werden wir auf jeden Fall auch noch bauen. Obwohl ich fürchte, dass wir hier keinen Übergang zu einem anderen Kontinenten finden, weil ganz einfach, sonst wäre schon irgendjemand zu uns gekommen, nehme ich mal an. Weil wir haben die Galeeren recht spät gebaut. Ich glaube, der Computer baut die schneller. Oh, keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht hat der auch keine Küstenstädte, so wie ich am Anfang. Aber immerhin, durch diese zwei Schiffe, die wir gebaut haben, haben wir jetzt einen Bonus als Schiffbau. Der bleibt stehen. Der Wettkämpfer bleibt stehen. Diese Galeere bewegt sich raus aus dem Hafen. Du bleibst auch stehen und wartest noch. Wir haben wirklich Land entdeckt. Jetzt muss man es nur noch schaffen, mit den Typen aufs Meer zu kommen. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. So, was machen wir bei dir? Den Kornspeicher ist nicht so wichtig bei dir. Siedler kann man auch keinen bauen. Ich weiß nicht, bauen wir mal noch einen Bogenschützen oder noch einen Hopliten. Ich überlege gerade. Irgendwo brauchen wir drei Spezialbezirke, also haben wir schon Stadtmauern. Drei Minen. Da, hab drei Bogenschützen. Muss ich sagen, es gibt irgendwas, wo wir Bogenschützen brauchen. Brauchen wir einen Bogenschützen. Wir haben einen neuen Kontinenten entdeckt. Mal schauen. Chimeria und na. Soll sein. Und wir haben zwei Handelsposten. Weil wir Bautechnik haben, haben wir Spiel und Erholung auch schneller gekriegt. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Mhm.
So, wir können jetzt einen Unterhaltungskomplex bauen. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Gut, wir haben jetzt einen neuen Kontinent entdeckt. Vielleicht sollten wir tatsächlich das gehen wir auf jeden Fall raus. Schiffe bauen wir jetzt keine mehr. Entweder geben wir nochmal den Siedler rein oder der erste Gesandte, den wir irgendjemandem schicken, bringt gleich zwei Typen. Machen wir das so. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. Bauwesen. Schauen wir was an. Sachen haben wir. So, kannst du schon ins Wasser eigentlich? Nö. Kannst du ins Wasser? Auch nicht. Ja klar. Kannst du ins Wasser? Auch nicht. Na gut. So, Händler, Argos oder Ephesos? Ach, Kandi wäre natürlich sehr schön, weil es mir bringt. Aber wir brauchen Straßen. Machen wir mal nach Ephesos. Bisschen ärgerlich. So, dann der Schwertkämpfer macht nichts. Yay. Wir haben ein paar Bauernlager entdeckt. So, was machen wir da? Schiffsbau. Ja. Landeinheit und das Wasser. Und hier machen wir nicht die Theologie, nicht die Militärausbildung. Machen wir Verteidigungspraktiken. Nachdem wir noch niemanden kennen, werden wir sowieso noch lange nicht Angriffsziel werden. Mhm. Sollten sie möglichst schnell herunterkommen. Machen wir das doch klar mit den beiden. Den Hoplit wollen wir den auch mitnehmen. Nein, nehmen wir den Schwertkämpfer, nicht den Hopliten. Hey, it's a Handwerker. So, warte mal. Wir das schon? Bearbeiten wir das schon offensichtlich. So, da haben wir Gips. Wir wollten den Gips bearbeiten auf jeden Fall mal. Schauen wir mal, ob das noch eine Mine ist. So. Saladin gefunden. Schön, euch kennenzulernen. Oh nein, es ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Finde ich gut.
finde ich gut. Im Kairo entdeckt. So, schauen wir mal. Produktion. Naja, nachdem wir jetzt einen Fremden kennen. Das Kolosseum braucht einen Unterhaltungsdings. Könnte natürlich noch einen Siedler bauen oder noch einen Bogenschützen. Schwierige Streitwagen. Mach mal noch einen Siedler. Ach Mist, den wollte ich mal kurz ansprechen. Ich wollte ja mit ihm eine Delegation schicken. Da habe ich nicht vergessen, nächste Runde. Starten wäre schön, wenn ich welche sehen würde. Dann könnte ich wieder endlich in Stadtstaatenzeug investieren. Hat gefunden. Unser Schiff ist einfach großartig. Ja, genau, warte mal, wir wollten mit ihm reden. Und wir wollten ihm eine Delegation schicken. Ja, wir haben die gleiche Regierungsform. Okay. Ein Abkommen aushandeln mit dir. Du hast eigentlich nichts. Du hast auch weniger Städte als ich. Du hast weniger Geld. Ach Gott. Na dann nicht. Bist du auch alleine auf deinem Inselchen? Das wäre natürlich interessant, dass wir alle so alleine sind. Boah, das Kakao. Vielleicht sollte man tatsächlich dann andenken. Ah, warte mal. Vielleicht besser hierher. Entdecken. Ich habe einen Bogenschützen und ein paar Bahnaußenposten entfernt. Nichts als eine Planke befindet sich zwischen dem Seemann und der Ewigkeit.
zu spät. Naja, gut, ist wurscht, wir werden trotzdem rübergehen und uns das Gebiet mal anschauen. Plus eine Fortbewegung für die Materialeinheit. Machen wir mal Mathematik. Könnte es nicht auch das Orakel bauen? Das hier baut das Orakel. Wenn wir diesen Typen da dann mit der dritten Aktion runterschicken und da den Dings fällen lassen. Ein Steinbruch offensichtlich und keine Mine. Haben wir überhaupt noch irgendwo die Möglichkeit für eine Mine? Naja, wir könnten natürlich in irgendeinem Hügel eine Mine bauen. Das ist eine Möglichkeit. Also mir ist die Fortbewegungsbreite schneller. Da gibt es nämlich kein Rough Terrain, weil es irgendwie, wie man es nennen will, vordere Bogen schon weit. Da ist sogar noch ein Dorf, das gibt's ja wohl nicht. Was hat denn der gemacht in der Zwischenzeit? Und wir können einen großen Wissenschaftler rekrutieren. Finde ich auch gut. Was kann der? Plus 20 TP Bonusheilung für eigene Einheiten in einer Entfernung von einem Geländesfeld. Ah, wir haben einen Mediziner. Löst das Heureka für eine zufällige Technologie des Mittelalters oder der Renaissance aus. Verwundete Landeinheiten können 5 Trefferpunkte pro Runde regenerieren. Gilt das dann für immer? Ja, also wir können unsere Hingabe auf dem Gebiet der aussuchen. Okay, wir haben Heureka für Bildungswesen gekriegt, finde ich gut. Und Kandi hat einen weiteren Gesandten gekriegt. Weil das war ja das, was wir brauchten. So, jetzt haben wir 6 Gesandte dort und müssen nie wieder einen Gesandten hinschicken, außer es kommt irgendjemand neuer daher, der irgendwie was investiert in Kandi.
Finde ich gut. Finde ich gut. Besser fände ich, wenn wir noch ein paar andere finden. So. Das gilt wahrscheinlich für alle Einheiten, die in seiner Nähe sind, während er das macht. Wo ist das Eureka für? Das heißt, wir wollen möglichst viele Einheiten rund um ihn haben. Wenn wir das machen. Wir warten also, bis dieser Bogenschütze fertig ist. Sollten wir gleich noch ein bisschen nah machen, um Arabien möglichst schnell mit unserer Religion zu infiltrieren. Keine schlechte Idee. Noch haben die ja keine eigene. So, na gut, du fährst mal auch darüber. Hier ist er schließlich auch zum Araber, oder? Schon. Gut, dich verwenden wir, um das da zu clearen. Thank you.
haben noch jemanden kennengelernt. Einen neuen Stadtstaat. Toronto. Was willst du von uns? Verteidigungstaktiken. Das werden wir nicht schaffen. Außer wir kriegen es geschenkt durch unseren großen. Also nur eine Eingebung ist das kein Heureka, gell? Mhm. Das wird nicht passieren. Ohne Mathematik gibt es kein Handeln. Die ganze Umgebung ist Mathematik. Alles besteht aus Zahlen. Mhm. Finde ich gut. So, wo ist der hin? Daher. Passt. Du kannst den dazu machen und dann bitte. Das ist natürlich doof. So, Stadtmauer werden wir wahrscheinlich noch bauen. Das mit den drei Minen wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Zumindest nicht in diesem Spiel. Naja, irgendwann sicher, aber viel zu spät eigentlich. So, Handelszentrum will ich eigentlich auch. Heilige Städte brauche ich eigentlich nicht. Könnten natürlich anfangen, Stadtmauern zu bauen. Oder noch mehr Handwerker. Hm. Gute Frage. Lager wären vielleicht auch irgendwann mal interessant. Hafen sicher nicht. Handelszentrum. Ah, vor allem der eine Handelsweg wäre schön. Er ist dort 27 Runden. Unterhaltungszentrum. So oder so anfangen zu bauen langsam. Wenn wir Verteidigungstaktiken haben, glaube ich, können wir die Produktion von defensiven Gebäuden erhöhen. Das ist gut, das machen wir. Dann fangen wir an, Stadtmauern zu bauen in den ganzen Städten. Verteidigung ist besser als Opulenz. So, schauen wir mal. Das
lassen wir vielleicht sogar noch drinnen. Das hauen wir raus und wir gehen das mit den 100% defensiven Gebäuden dazu rein. So, dann überlegen wir uns, ob wir das da vielleicht raushauen. Und für die Wunde ersetzen. Den Wissenschaftler haben wir auch raus, weil wir haben jetzt eh schon einen. Schriftsteller. Sowas. So, wir haben nur einen Handelsweg, das bringt nur 2 Gold. Das mit der +1-Position ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eine sehr allgemeine Fähigkeit. Hey, Karthago! So, was will Karthago von uns? Ein Unterhaltungskomplex. Ja, okay, werden wir wahrscheinlich irgendwo mal machen. So, wo bauen wir unsere nächste Stadt hin? Gute Frage, danach rüber. Oder da unten. Oder vielleicht sogar auf der anderen Seite hier zum Beispiel. So, da ist die Schokolade auch noch drinnen. Und der Wal und das Kupfer. Boah, das ist ja beinahe perfekt. Gehen wir mal daher. Ah, verdammt. Ich dachte, du gehst in einer Runde hin. Ich hoffe, nichts haben wir doch nicht vergessen. So. So, jetzt können wir Sachen machen, die uns Gesandte bringen, weil wir kennen ja jetzt welche. Neue Städte. Gut, Sparta braucht eine Stadtmauer natürlich gleich mal. Ich werde diesen Frevel nicht dulden. Ihr werdet bezahlen für eure Blasphemie gegenüber dem Erhabensten, der keine Fehler macht. Hat. Okay. Was auch immer. Ah ja, stimmt. Wir wollten Schluss machen für heute. War eh schon lang genug. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Jetzt.